Hey Leute und willkommen zum nächsten Part, also Part Nummer 7 von Fire Emblem Heroes. Hier war die Stin. Ja. Okay. Und wenn ihr oben rechts guckt, ich weiß nicht warum, ich habe wegen irgendeiner Belohnung 10.000 von diesen Heldenfedern bekommen. 10.000. Und ja, meine Energie hier oben. Es ist ein bisschen was benutzt, weil ich vor kurzem geguckt habe bei den Spezialkarten. Das hier, Narshin, der Wiefen-General ist da. Aber er ist Level 25 wie alle seine anderen Leute. Das bedeutet, ich kriege den nicht mal ansatzweise down. Aber wir haben 21 Sphären. Das bedeutet, wir werden jetzt direkt 5 Helden beschwören. Und ich habe mich ein bisschen, habe ich ein bisschen geguckt. Der einzige Unterschied zwischen tiefe Hingabe und legendäre Helden sind die vier Charaktere, die ganz oben stehen. Also Fokus, diese Fokus-Charaktere sind die einzigen, die da irgendwas ausmachen. Hier Lin, Roy, Camilla, Takumi. Auf der anderen Seite Marth, Lucina, Tiki und Darin. Die anderen sind alle gleich. Und ich habe mich jetzt entschieden, dass wir es so machen, da auf beiden Seiten extrem coole Helden sind, die echt saustark sind. Sowohl hier Darain, Lucina, Marth, Tiki, als auch hier auf der Seite Takumi, Roy, Lin und Camilla. Habe ich mich entschieden, dass wir es einfach so machen. Wir werden, da wir in der letzten Zeit eher legendäre Helden gerufen haben, heute 5 tiefe Hingabe machen und beim nächsten Mal, wenn wir wieder machen können, 5 legendäre. Und das immer im Abwechseln. Das heißt, wir würden jetzt einfach mal 5 Beschwörungen machen. So, und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit Axt Grünes Buch. Okay. Was bekommen wir denn? Oh, irgendwas richtig Geiles, bitte. Und Alter! Alter! Ey, wie geil. Den habe ich mir heute Mittag sogar noch gewünscht. Hawkeye, Hüter der Wüste, Axtkämpfer des Todes. Oh. Mein Gott. Oh mein Gott. Ey, wie cool. Okay. Das ist. So, das ist aus einem der ersten Fire Emblem-Teile, wo man noch, ich glaube, man hat mit Roy, hat man, glaube ich, gespielt. Entweder mit Roy oder es war mit Ellie Wood. Wer ist das denn? Faye? Okay. Die letzte Würmgöttin. Faye. Okay, damit haben wir noch, damit haben wir jetzt noch eine. Alter. Cool. Ich weiß auf jeden Fall, dass der in der Wüste war. Da hat man auch so einen ultra krassen Magier mit weißem Haar getroffen. Ich weiß aber nicht mehr genau, wer das war. Leider. Okay, mit was machen wir weiter? Ich würde mal sagen, wir machen hiermit weiter. Mit Stab oder Bogen. Und dieses Mal bekommen wir. Alles klar. Riss, sanfter Priester. Naja, damit haben wir jetzt einen ziemlich guten Healer. So, das nächste. Nehmen wir das Schwert. Und damit bekommen wir. Ich bin bei sowas immer richtig aufgeregt. Oh mein fucking Gott! Nein! Oh mein fucking Gott! Mein fucking Gott! Ich bin sprachlos, Leute. Das. Jawohl! Ey, wie geil! Oh mein Gott, wir haben Roy! Das ist doch einer von den Focus 5 Stars! Und einfach mal bei. Alter! Okay, was bekommen wir jetzt bei der Lanze? Und beim blauen Buch. Ach du Scheiße, ey, was für eine Beschwörung ist das denn? Boah. Zum zweiten Mal Abel?
Okay. Aber ganz ohne Scheiß. Junge, was ist das für eine Beschwörung? Alter, wartet mal kurz, ich mache einen Screenshot, so, den nehme ich als Bild. Oh mein Gott! Es tut mir leid, aber nein. Oh mein Gott! Ey Leute, was ist los? Wir stellen ein neues Team. Geht mir alle aus dem Weg. Ich will Eddie Wood und Hawkeye will ich auf jeden Fall habe ich will ich dabei haben, weil die einfach nur überstark sind. Ey, das Alter. Junge. Ey, wie viel Glück kann man denn bitte haben? Und dann nehmen wir am besten. Es tut mir leid, Stahl, aber fürs Erste brauche ich dich jetzt weniger im Team, sondern eher Abel. Weil wir jemanden mit Lanze brauchen. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Er hat's Binding Blade. Junge, wie krass ist der? Ey Leute, ich kann's nicht fassen, dass wir zwei so krasse Helden bekommen. Ich bin jetzt schon 6 Minuten hier am Labern, was für krasse Helden wir bekommen. So, wir probieren dieses Team gleich mal aus hier und holen Felicia, die Chaos-Königin. Oh, das war auch ein Charakter, den ich richtig toll fand. Ich weiß nicht warum, ich fand die einfach irgendwie richtig cool. Und was zur Hölle ist das für eine Karte? Ey, der macht so viel Schaden, Junge. Ey, ich finde das gerade richtig geil. Oh mein Gott, warum macht Hawkeye so wenig Schaden? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ja, aber dann schicken wir einfach Tigi vor, direkt den Easy weg. Auf geht's, Tigi. Für sowas habe ich dich mit dabei. Bam, Junge. Und wieder drauf. Bam, Junge. Auf geht's, Hawkeye. Junge, was ist los, Alter? Meine Kräfte haben sich vermehrt. Gut. Nein, er bringt ihn nicht komplett down. Was ist denn los bei dir? Warum hat die denn so eine Verteidigung, dass Hawkeye die nicht direkt down bekommt? Show machen wir mal hier auf. So, wir greifen trotzdem einfach mal an. Bam, Junge. Die sind einfach Level 1 und Level 2. Und böllern so hart komplett rein. Was zur Hölle ist los mit euch, ihr verdammten Biester? Of course. Oh ja, of course. So, ich will, dass Roy den platt macht, aber trotzdem gehen wir einfach mit Hawkeye. Mit Hawkeye drauf. Oh mein Gott. Wir haben einfach mal. Wir haben einen verdammten Fokushelden. Einen Fokushelden. Wow. Ja, ist gut, Hawkeye. Beruhig dich. Einen Fokushelden. Junge, was ist los? Wir haben das Spiel gewonnen, ey. Wir haben das Spiel gewonnen. Roy, Mann. Junge. Püss dich, Hawkeye. Ich will Roy sehen. Auf geht's, Junge. Bam, Junge. Merkt man, dass ich das gerade übelst feier, dass wir einfach mal einen Fokushelden haben. Nicht schlecht, aber ich kann das sicher noch besser. Du bist gut genug, Roy. Du hast einen 25er Angriff, du Biest.
Ich heiße Felicia. Ich bin eine der besten Dienstmägde von ganz. Hoppla, jetzt ist mir ein Tablett entglitten. Ja, Fates. Ich sag bloß Fates. Mein fucking Gott. Oh mein Gott. Okay, ich muss die Story jetzt weiterspielen. Easy. Alter. Ey, was ist los, Junge? Oh mein Gott. Okay. Oh. Das sehe ich jetzt schon. Das ist ein Healer. Also ein ganz normaler Troubadour. Elise, Arthur und Effi. Hallo. Oh mein Gott, nein. Warum spiele ich dieses Spiel eigentlich? Das tut mir gerade ziemlich weh, dass die so scheiße aussehen, ne? Also. Jetzt mal ganz ohne Mist. Wir probieren es einfach mal aus und laufen mitten in den Scheiß rein. Okay. Kein Problem, ich habe hier Resistance drauf. Das ist no problem, mein Freund. Okay. Stirb. Heile sie nur. Versuch nur, sie zu retten. Oh Gott, ey, was ist das denn für ein Sprite? Elliewood Sprite sieht so geil aus und was ist das da? Du bist gut genug, Elliewood. Hör auf, das zu bezweifeln. Auf geht's, Hawkeye. Oh, Junge. Oh mein Gott. Hawkeye. Oh mein Gott. Oh, der geht so ab, der Junge, der geht so ab. Aber ich würde momentan am liebsten eigentlich die Erfahrung Roy und Hawkeye überlassen, wenn ich ehrlich bin. Weil die halt leveln, so. Hawkeye hatte auch eine gar nicht mal so beschissene Resistance. Das finde ich echt geil. Der ist halt echt richtig krass, der Typ. Ich liebe ihn. Oh, die Spezialattacke von Hawkeye. Easy. Bam, Junge. Ja, das nenne ich mal ein Level Up. Aus dem Weg. Den machst du für die. Alter. Schnauze. 24 Schaden. Und das zweimal, Junge. Ey, mit dem. Ganz ohne Scheiß. Der so ein Fokus hält, ne? Das ist nicht untertrieben. Das ist verfickt nochmal gar nicht untertrieben. Nicht mal im Ansatz. Untertrieben. übertrieben. Das ist total. Ich hab mir das okay vorgestellt, also so halt so. Ja, die sind stark, aber jetzt nicht so überkrass. Jetzt haben wir einen Fokus und jetzt ist der so überkrass. Okay, das ist jetzt Leos Einheit mit. Da oben ist der Leo. Das hier ist Niles. Und das hier ist der Odin. Und das hier ist einfach nur ein random Scheißkerl. Hallo, meine Freunde, die gar nicht meine Freunde sind. Okay, wenigstens sind die Sprites von denen nicht so verkackt. Gemeiner Freund, Niles. Odin. Mächtige Kraft. Ja, Odin. Ich weiß ganz genau, wer du bist, Odin. Du bist nur aus der Vergangenheit hergereist. Spielt Awakening in... Nee, das ist eine andere Dimension eigentlich. Du weißt ganz genau, wer du bist, mein Freund, und ich weiß es auch. Er hatte Heiliges gehört. Ja, okay. Ich war mir gerade unsicher. So, wer hatte denn. Oh, Alter, du hast so eine geile Resistance ohne Scheiß. Geh rüber zu den Magiern. Die können dir nichts, mein Freund. Die können dir einfach nichts. So, greif ruhig an. Das macht mir nichts.
Oh. Ja, das könnte andererseits aber ein bisschen problematisch werden, wenn da auf einmal drei Magier kommen. Du machst erstmal alles kaputt. Auf geht's, Abel, du Biest. Aber das ist halt auch recht stark. Ich liebe euch zwei, Hawkeye, Roy. Ihr seid jetzt meine Main-Charaktere. Ohne Scheiß. Je nachdem, ob ich irgendwann mal in einem Level Probleme habe, weil zu viele Axtkämpfer drin sind, tausche ich einfach aus. Dann nehme ich Stahl mit. Der kann ihn ernsthaft nicht töten. Ist das dein Ernst, Roy? Warum tust du mir sowas an? Töte ihn, Hawkeye. Töte ihn. Ja, okay, ich hab's verstanden, warum er es nicht kann. Weil das eigentlich ein Lanzenbuch ist, mein Freund. Was, der kriegt aber auch so krasse Level-Ups. Jetzt hat die Schnauze. Ich bin hier gerade am Aufnehmen. Ja, easy, würde ich sagen. Alter, ey, der Typ. Was ist los bei dir, Junge? So geil. Genau so muss man das machen. Ja, das sehe ich auch so. Ey, so eine geile Geschicklichkeit, so ein geiler Angriff. Oh, oh ja. Bezaubernde Prinzessin. Ich kann mir vorstellen, wer das ist. Bleibt ja nur noch eine Prinzessin. Hallo Camilla. Hey, da ist Selena. Hallo. Hallo. Hallo Beruka. Hallo Random Charakter. Gucken wir erstmal die Sprites an. Okay, der Sprite ist gar nicht mehr so scheiße. Der ist eigentlich recht gut. Beruka. Der Sprite ist auch echt cool. Der leise Tod, Beruka. Und Camilla. Camilla alias Big Boop. Hallo. Und Random Charakter. Alias. Hallo. Okay. Markieren wir erstmal die Gefahrenzone. So, wer ist denn eigentlich für uns der gefährlichste? Ja, gar keiner, genau. Okay, die kommen alle genauso weit. Du dahin. Du dahin. Du dahin. Du bleibst stehen. So, damit müssen wir eigentlich zwei One-Hitten. Oh, Selena Geschicklichkeit. Ja, dies aussieht wirklich reine Geschicklichkeit. Oh. Beruka, du kannst mir gar nichts. Ey, Junge, was ist los bei Roy? Dieser Angriff. Und er hat sogar ein ziemlich ausgewogenes Verhältnis zwischen Verteidigung und Resistenz. Oh mein Gott, Roy. Ist die ein Geschicklichkeit? Ah, nee, das ist wegen der Kriegerlanze. Stimmt. Okay, aber mach sie kaputt. Danke. Und Hawkeye, mach ihn kaputt. Bam, Junge. Sehr schön. Roy, mach sie kaputt. One-Hit-Kill-Man! He's get wrecked. Du sollst es nicht besser machen, du sollst es genau so machen, wie du es jetzt machst. Das ist genug. Und die Zeit für diesen Part ist auch genug. Deswegen würde ich mal sagen, liebe Leute, wir sehen uns... Moment, ich will das wissen. Lilina ist eine wunderbare Freundin, schon seit Kindertagen. Wir haben gemeinsam in Ossitia die Schule besucht. Es fehlt Hector und Lynn. Dann haben wir... Das... Nein, warte. Scheiße, Alter. Ich hab da was verwechselt. Das ist ja gar nicht Ellie Wood. Stimmt, Ellie Wood, Hector und Lynn waren das und nicht Roy. Die sehen sich aber auch so verdammt ähnlich. Zumindest in jungen Jahren. Eure Magie ruft Helden herbei. Seid auf der Hut. Eine solche Macht würde jeden in den Irrsinn treiben. Das ist gar nicht mal so unwahr. Ja, ich weiß ganz genau, was du bist. Das gleiche wie Novi.
Ganz ehrlich, ich hätte Novi lieber gehabt als dich, weil ich Novi kenne aus Awakening. Mein so ziemlich, ja, das ist so ziemlich mein Lieblingsteil. Aber naja, ich habe schon wieder viel zu viel gelabert. Ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Fire Emblem Heroes hoffentlich wieder. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie ich beim Zusehen und immer dran denken, bitte bewertet. Und damit würde ich sagen, ciao.